Leider gab es nicht viel zu sehen. Die Käfer waren nicht wirklich schön, die Strecke an sich auch nicht, also habe ich nicht großartig gefilmt. Ich stehe jetzt hier so am Feldweg, Fahrradweg, wie auch immer. Also es ist ausgezeichnetes Fahrradweg, aber ich nehme an, dass das auch ein Feldweg ist, weil hier überall Felder sind. Ich stehe hier so am Rand. Hier ist, glaube ich, eine Kläranlage, stinkt aber nicht, also wahrscheinlich Regenwasseraufbereitung, keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall überhaupt nicht. Daher wunderbar. Oder ist es so ein sauberes Örtchen, dass die nur mit sauberem Wasser waschen? Keine Ahnung. Kleine Scherz am Rande. Nee, ich nehme an, das wird Regenwasseraufbereitungsanlage oder sowas sein. Ja, oder Flusswasser, oder, keine Ahnung. Ich habe hier aber auch keinen Fluss gesehen, also nehme ich an Regenwasser. Ist ja auch egal. Ich habe ein schönes Plätzchen gefunden. Hier ist schön ruhig. Ganz da hinten, also so, da wo der letzte Baum ist an der Reihe, da ist die Straße. Es geht eigentlich, also man hört nichts großartig davon. Ab und zu mal ein Auto rauschen, wenn es zu schnell vorbeifährt. Ansonsten ist hier Vögelgezwitscher, das war's. Also ich denke mal, ich werde hier eine angenehme Nacht verbringen. Und morgen früh geht's weiter. Jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee aufgesetzt. Nachher gibt es noch die letzten Dosenmango aus Niederlande. Ich habe gerade noch die letzte Dose niederländische Trockenmilch umgefüllt in die andere, weil die den Deckel hat zum Aufmachen hier. Ja, zum Füllen ist besser. Das ist so ein Auffüllpack. Hier steht wieder mein Wasser. Jetzt habe ich mal die Kühlbox, die habe ich jetzt wieder ausgeräumt. Da war jetzt noch Pfirsich, einen halben Liter Milch und Schokolade drin, genau. Aber jetzt ist er nämlich kühl und jetzt fängt sie an zu leicht zu müffeln und dann mache ich sie auf und tue sie auslüften. Ich hoffe mal, dass mir das jetzt hier niemand klaut und wenn, dann habe ich halt Pech gehabt. Die werde ich nämlich jetzt draußen stehen lassen, heute Nacht mal. Und dann kann sie auslüften. So, das war's eigentlich. Ja, wir haben jetzt noch 300 ungrad Kilometer, ich weiß jetzt gar nicht genau, vor uns. Ich kann euch mal zeigen, wie der Streckenfortschritt ist, weil ich sag's immer und dann könnten ja wieder die Hater sagen, ja, das sagt er nur. So, ich hoffe, man kann das mit der Kamera hier erkennen. Ja, das sind 1973,84. Also knappe 1074 Kilometer wird es morgen gleich, also ein paar Meter davor, dann sind das 74. Ich denke mal, sieht nicht so aus, als wäre er auseinandergefallen. Ja, bis jetzt auf die Solarflächen, aber. Und die Motorsteuerung, aber ansonsten, er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Mal einen Platten habe ich jetzt mal wieder gehabt, aber ja gut, nach über 1000 Kilometer darf das mal. Die Speichen habe ich jetzt auch nochmal nachgezogen, auch nach 1000 Kilometer darf das auch mal passieren. Ansonsten, ja, einmal bin ich jetzt noch hier hängen geblieben, ganz leicht an dem Poller. Hat halt schön gescheppert und die Schraube hat es wieder leicht verbogen, aber minimal, also mehr das Teil außen als die Schraube selber. Ansonsten kann ich sagen, braves Kerlchen. Bisschen dreckig ist er geworden. Aber es darf er auch nach der Leistung. Ich habe ihn schon zwischendrin mal ein bisschen abgeputzt, aber wirklich sauber gemacht habe ich ihn nicht. Nur so ein bisschen den Staub weggeputzt. Die Solarflächen muss ich, glaube ich, mal wieder putzen. Ich sehe es nicht. Aber ich hebe euch mal hoch, dann kann ich es mir nachher mal angucken hier. So sehen sie jetzt aus hier. Ja. Gut, das ist natürlich nicht wirklich gut gelungen, ja, weil ihr müsst euch vorstellen, der Silikon hinter der Solarfläche hat gedampft. So heiß war diese Solarfläche. Ich konnte sie nur hindrücken mit einem nassen Handtuch. Ansonsten hat man sich die Finger an dem Ding verbrannt. So heiß war das an dem Tag. Also die war glühend heiß. Ja. Na gut, es ist natürlich auch schwierig auf so einer Rundung, aber. Es geht. Es funktioniert.
Ist die Hauptsache. Sieht halt nicht schön aus und hier habe ich jetzt auch ein bisschen noch verschmiert. Das werde ich daheim dann mal noch richten. Vielleicht kommt es auch wieder komplett weg. Und ich mache eine komplette Folie. Also so Foliensolarzellen, dreireihig, übers komplette Dach weg. Und vielleicht auch noch hier an die Seite. Schaue ich dann mal. Oh, für die Heter, für die Heter. Hallo, ich habe was vergessen. Ich bin zu nah an der Bushaltestelle vorbei und da war so ein Anbau. Ich weiß nicht, wofür der war. Für eine Stange oder sonst irgendwas. Da bin ich hängen geblieben. Ich habe mir eine Schraube kaputt gemacht. Hallo, Heter, jetzt könnt ihr sagen, die Platten sind kaputt. Ja, das fliege ich wieder. Und? Meine Herren, also. Entschuldigung, dass ich so spitzfindig bin, aber nach den Kommentaren, die ich mir geben lassen musste, muss das auch ab und zu mal sein. Ja, ansonsten, ja, gut, die Kleber sind immer noch dran. Die Feuchtigkeit ist jetzt zwar fast komplett draußen, also ich glaube, hier auf der Seite ist nichts mehr. Ja, da ist nichts mehr, da könnte ich jetzt verkleben, aber ich habe jetzt das letzte Silikon für vorne verbraucht. Ich werde es zu Hause machen. Dann kommt der Klebestreifen weg und ich mache hier dann zu. Und dann sind die Kammern zu und gut ist. Ja, das war's eigentlich. So, ich wünsche was. Ich sauf mir jetzt meinen Kaffee. Baba.